So, ich habe mich die Nacht über ausgeheult. Jetzt kann ich wieder weitermachen mit New Super Mario Bros. 2 und Weltpilz. Ah, ja, Weltpilz. Eine von mindestens zwei Spezialwelten. Ah, und ich hätte es jetzt witzig gefunden, wenn hier direkt am Anfang ein kleiner Geheimgang gewesen wäre. Aber leider nur ein Durchgang für die Stachelkugel. Wie bewegt die sich eigentlich? Haben wir es hier mit Magie zu tun? Als ob ich da oben drüber gekommen bin. Ich dachte mir, ich versuche das jetzt mal frei. Schnauze! Ja, kommt da noch eine. Aber dass das wirklich klappt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und Moment. Das sieht so auffällig aus. Ist hier gleich die zweite? Yes! Ja, sehr schön. Gefährliches Level, aber auch irgendwie cool, weil es hat was von einem Ice Tower. Momentan schneit es bei mir auch gerade wieder. Ich glaube, das zweite oder dritte Mal dieses Jahr. Also schon ziemlich viel. Zumindest heutzutage. Beim zweiten Mal ist der Schnee allerdings kaum liegen geblieben. Heute darf man sich wieder Hoffnungen machen. In der Früh war es noch nicht so. Da ist es direkt verschwunden. Der Kopf von dem blöden Knochen trocken. Der hat mich voll erwischt. Ach, das ist ein Bonusraum. Hier geht's gar nicht weiter. Das war ganz super witzig. Ich wollte einfach nur stehen bleiben und abwarten, bis die Riesenkugel weg ist. Was passiert? Der Kopf vom Knochen trocken. Gib mir so einen Batscher auf dem Hintern und ich fall runter. War das jetzt alles wirklich nur für so eine große Coin? Naja. Da gibt's auch Aufregenderes. Ah, und weißt du was, das One-Up, das lassen wir liegen. Haben wir eh nicht nötig. Die Feuerblume ist mir da schon wichtiger. Leben habe ich auch mehr als genug. 194. Oh, cool, der Hintergrund. Seht euch das mal an. Das erinnert total an Super Mario World. Ja, eindeutig. Das kann als Easter Egg gewertet werden. Bin mal gespannt, ob das dann in Welt 4, die ja auch eine Schneewelt ist, häufiger zu sehen sein wird. Oder ob sie das als kleines Easter Egg für dieses Level hier zurückbehalten haben. Aber sehr, sehr geil. An der Stelle frage ich mich auch gerade, warum hat man eigentlich Super Mario World noch nicht geremaked? Wobei, naja, stimmt nicht ganz. Oh, Vorsicht, hier kannst du dich sogar von den beiden Blöcken zerquetschen lassen. Wollen wir natürlich nicht, aber ist möglich. Und was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Oh, es gibt sogar goldene Buhus. Ja, solche Geister dürfen mich auch gerne heimsuchen. Gar kein Problem. Die verschwinden sogar von alleine. Ehre. Nee, aber Mario World Remake. Gibt's teilweise sogar. Oh nein. Kann man aber auch nur so halb werten. Weil es aus heutiger Sicht kein wirkliches Remake mehr ist. Zumindest kein zeitgemäßes. Das gab es nämlich für den Game Boy Advance. Ja. Hab ich geliebt damals. Die Mario Advance-Reihe. Da haben sie eigentlich alle oder fast alle Mario-Titel von damals wieder geremaked. Ach, schade. Ich glaube, nur Super Mario Bros., also das erste, und Lost Levels gab es nicht, aber sonst alle, oder? Ich bin jetzt auch nicht mehr 100% sicher. Aber Yoshi's Island gab es definitiv. Mario Bros. 3 bin ich mir auch sehr sicher. Und Mario World. Ja, habe ich total gefeiert. Die haben das, glaube ich, sogar ein bisschen erweitert. War das nicht sogar so, dass die... Was ist denn los mit diesem Geisterhaus? Die haben sich sicher einfach eine Menge einfallen lassen. Ach, komm. Was? Nein, gib die Starcoin her. Okay. Wow. Das war ein richtig kreativer Raum.
Gerade noch geschafft. Das macht es alles ein bisschen schwierig, über ein Random-Thema zu sprechen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Advance-Reihe auf jeden Fall mega gefeiert. Ich überlege sogar, ob ich die nochmal let's playen soll. An sich ist es dasselbe Spiel. Aber, ja, leicht verändert, leicht verbessert. So ein paar Makel haben sie halt schon überarbeitet. Okay, das ist ein Code, den ich hier brauche. Aber was ich mir halt richtig wünschen würde, wäre mal ein HD-Remake von Super Mario World. Weil das Game ist halt so genial. Das hat es verdient. Ist auch falsch, ne? Ja, da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen ausprobieren, Leute. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Versuchen wir es mal mit Mitte, Anfang, hinten. Sag mal. Ich komme aber noch nicht mal durch einen Gang durch. Und jetzt nervt mich natürlich auch noch der Buhu. Oh. Muss das denn sein? Muss es in dem Bereich unbedingt einen Buhu geben? Okay, 1, 3, 2. Hä? Bin ich zu blöd dafür? Ja doch, klar bin ich zu blöd dafür. Ich darf nicht alle drücken. So sieht's aus. Hallo, kurz nachdenken. Wie wär's mal damit? Jetzt komme ich nämlich durch die Mitte zum Beispiel durch. Okay, führt mich zu einer Tür. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Ziel ist oder die dritte Starcoin. Was? Ist es ein Zurücksetzpunkt? Oder ist es jetzt ein anderer Raum? Nee. Wow, das ist das komplizierteste Geisterhaus bisher. Ich muss hier vorne noch die eine Wand wegbekommen. Wie geht das? So nicht. Aber dafür komme ich oben durch. Auch nicht schlecht. Haben wir hier was? Lol. Tatsächlich. Yes, da ist die letzte Starcoin. Boys and girls, ich hab sie. Woohoo! Vielleicht kommen wir so auch schon zum Ziel. Wobei, es müsste hier ja auch wieder ein Secret Exit geben, ne? Müsste ja wieder ein Secret Exit geben. Ja, ja, ja. Und wie hättest du jetzt hier die Fahnenstange erreichen sollen? Ja, gut, theoretisch hätte ich natürlich auch, indem ich nicht springe, mit Anlauf hochfliegen können. Aber, naja. Gut, zwei große Steps haben wir schon mal durch dieses Geisterhaus gemacht. Normaler Exit, alle Starcoins, aber wo ist der Secret Exit? Theoretisch kann der jetzt wirklich überall sein, weil es gab tausende Türen. Ich weiß natürlich nicht, ob die alle fake sind, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal hier nach rechts, weil da waren wir noch gar nicht. Ist halt die Frage, ist das jetzt einfach nur ein Durchgang? Um in den oberen Bereich zu kommen, oder führt das zum Secret Exit? Das könnte sogar sein. Ey, was wollen die denn hier von mir? Als allererstes muss ich diesen scheiß Buhu da mal weglocken. Und dann glaube ich, muss ich da irgendwie mit Wandsprung rauf? Vor allem. Ah, nee, die darf ich erst zuletzt drücken. Oder den hinteren vielleicht sogar gar nicht. Könnte sein, dass der hintere ganz falsch ist. Dann machen wir mal so. 1, 2. Ach, der zweite. Oh mein Gott, Alter. Solche Sachen liegen mir halt nicht, ne? Das wisst ihr. Das wisst ihr, deswegen habt ihr alle schon vorgeskippt. Ich weiß. Also, 1, 3. Und dann. Bisschen mehr Glück haben mit dem ganzen Quatsch hier. Ach, funktioniert wieder nicht. Oh Mann, Mario! Ja, aber so geht's. So geht's theoretisch. Ich muss nur schneller sein. Und dieser fucking Buhu. Verpiss dich! Oh, ist das ein Trigger. 1, 3. Und dann brauche ich, glaube ich, hier auch nur noch 3 und 1. Nein? Nee, die 2 brauche ich. Uff, uff. Aber komm, du schaffst es nicht. Ey, ist das eine Katastrophe. Oh, lol! Nein! Geh schnell durch, geh durch! Wisst ihr was, ich setze das Level nochmal zurück. Tut mir leid, alles völlig verschissen, aber der Buhu, der triggert mich so brutal. Wegen dem Buhu gehe ich gleich in die Luft. Ich musste das jetzt resetten, sonst wäre das wirklich eskaliert. Okay, ist ein interessanter Raum. Aber wenn du da einmal einen Fehler machst, ist halt der komplette Wurm drin, ne? So, ich glaube, ich brauche 1, 3 und hier 2. Dann muss ich noch nicht mal den Wandsprung machen.
Wie kann man es sich am kompliziertesten machen? Fragen Sie Nintendo. Er weiß Bescheid. Herrlich. Oh. Waren wir da oben schon mal? Weiß es gerade gar nicht. Aber hier bin ich vorhin durch die Mitte, ne? Jetzt probiere ich mal die andere Tür hier. Ah, das Ding ist halt, der Secret Exit, der könnte überall sein. Oh, wieder diese Spielerei hier. Ja, meine Güte, wenn du nicht... Wenn du nicht weißt, wo diese blöden Bouncer sind, dann... Dann wird's schwer. Und die sind halt leider unsichtbar, ne? Okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir hier schon mal waren, aber ich glaube tatsächlich nein. Okay, dann probieren wir doch einfach mal alle Türen aus. Okay. Ich glaube, das sind die drei Wege, die hierher führen. Es gibt mit Sicherheit noch andere Wege. Und die enden halt alle in diesem Punkt. Außer man geht vorher da lang, wo wir im allerersten... Moment. Was? Jetzt bin ich doch wieder hier? Im Ernst? Okay, warte, dann habe ich aber trotzdem eine Idee. Erstmal gucke ich hier unten nach, aber ich glaube, da war nichts Besonderes. Nein. Aber... Gab doch hier einen Schalter. Was ist, wenn der nicht nur für die Starcoin da ist, sondern auch für eine... weitere Tür. Eigentlich so naheliegend, ne? Aber gut, wir hangen ja auch woanders und nicht am Secret Exit. Hä? Soll man hier wirklich fliegen? Oder gibt's wieder diese unsichtbaren Bouncer? Wenn, finde ich sie nicht. Aber diesmal möchte ich sie erreichen. Die Fahnenstange! Wuhu! Sehr unterhaltsam. Mit einem leichten Tief. Im ersten Rätselraum. Aber gehört dazu auf diesem Kanal. Längere Abonnenten wissen Bescheid. Und jetzt haben wir alle Optionen. Ich denke, wir gehen erstmal den geheimen Weg, weil der führt tatsächlich zu einer Kanone. Wild. Weltpilz B. Was das Schönes. Also ich finde das genial, dass das so random ist in dieser Welt. Da kann halt echt alles kommen, ne? Wir haben Bauklotzlevel gehabt, Eis, Spukhaus, Unterwasser und jetzt noch ein Ranken-Scrolling-Wolkenlevel. Wow. Und da haben wir es wieder. Super Mario World. Das ist so ein richtig typisches Super Mario World Level. Zwar die, die ich am wenigsten ausstehen kann, aber dennoch. Ich weiß nicht, Nintendo feiert das offenbar. Weil auch in anderen New Super Mario Bros. Games kann ich mich ganz genau erinnern, dass sie diese Ranken-Level übernommen haben. Warum tut man das? Finden die das witzig? Finden die das unterhaltsam? Ich eher nicht so. Und ich brauche die Starcoin. Alter. Das ist gar nicht so einfach, sich an so einer Ranke seitwärts fortzubewegen, ne? Also... Das war jetzt schon eine Kunst, da nicht zu sterben. Ich erwarte Applaus. Ja. Immer schön auf die Powerblöcke. Dann haben wir am wenigsten Ärger. Gegner werden erledigt und alle Ranken werden ausgelöst. Das ist es doch, was wir wollen. So, und hier befürchte ich, hätte ich jetzt auch die Blöcke betätigen müssen, damit dann neue Ranken entstehen. Aber gut, okay. Solange man hier die rechte Seite in irgendeiner Weise aktiviert hat, kommt man auch an die zweite Starcoin ran. Alles klar. Die Yoshi-Coins sind ja im Prinzip die Vorläufer der Star-Coins, ne? Yoshi-Coins gab es in Super Mario World. Und ich glaube, im Original für das SNES waren die rein optional. Also du konntest sie halt sammeln und für 5 hast du dann ein Leben bekommen. Dazu muss man wissen, Leben waren früher ein bisschen mehr wert als heutzutage. Also One-Ups meine ich. Und... Ich bin mir sehr sicher, dass es im GB Advance... Version
noch was dafür gab. Ich glaube, man konnte gewissen Gegnern einen Reskin verpassen. Das waren dann so komische Luftballongegner statt Cooper zum Beispiel. Und es gab auch so eine Statistik. Ich glaube, durch Drücken von Select hast du die erreicht. Und da stand dann ganz genau drinne, in welchem Level du wie viele Yoshi-Coins gefunden hast, ob du den Secret-Exit hast und so. Das war richtig nice. Das gibt's heute in der Form irgendwie nicht mehr. Warum? Oh nein, mach nicht diesen. Kann ich gehen? Warte noch kurz ab. Doch, ich kann gehen, okay. Also das Game Boy Advance Remake ist ein sehr, sehr gutes. Wie hätte ich denn da jetzt raufkommen können? Weißt du, deswegen habe ich abgewartet, weil ich mir dachte, okay, vielleicht kommt da ja noch was. Und da muss auch noch irgendwas gekommen sein. Ja, wahrscheinlich war da irgendwo eine Lücke oben und wenn du unten eine bestimmte Ranke aktiviert hast, dann kommst du über die Decke und zu so einem Secret-Bereich. Mit Sicherheit. Ja, man kennt's. Man kennt's, Leute. Aber haben wir nicht hingekriegt. Hoffentlich kriegen wir Kanonenlevel. Hier in Weltpilzen. Die sind ja kurz, aber können durchaus tricky sein. Zumindest, wenn man versucht, die 8 roten Münzen zu sammeln. Soll ich das probieren? Oh nein, ich erinnere mich an dieses Level. Ja, ich glaube, das war sogar eins der schwersten. Gut, macht ja auch Sinn, weil es ein Weltpilz ist. Oh mein Gott, direkt der erste Sprung schon verkackt. Aber auch da muss man sagen, das sieht leichter aus, als es am Ende des Tages ist, okay? Du hast hier Hyperspeed. Scrollt super schnell und naja, die Sprünge sind ganz anders als im Hauptgame. Trotzdem muss das nicht unbedingt passieren. Oh man. Da haben wir es wieder. Domtendo, der Scharlatan. Ich hätte es nicht versuchen sollen. Aber mittlerweile hapert es ja sogar an dem Glauben, das Level überhaupt durchzuspielen. Ich weiß gar nicht, ob der Tanuki hier vielleicht sogar hilfreich wäre. Aber normalerweise nicht bei den 8 roten Münzen. Komm, ich will wenigstens einen legit Versuch nochmal. Also, was ist das denn? Ich weiß, das sieht total bekifft aus, aber die Sprünge verhalten sich komplett anders. Ich habe jetzt zwar die Münze, aber den Gegner nicht bekommen. Also ich wollte die Welt heute schon noch durchspielen. Na also. Ja, komm. Hä? Ist es deren Ernst? Okay. Ah ja. Geht doch. Das Ding ist aber... Der Preis bringt mir gar nichts. Ich habe schon eine Goldblume im Inventar. Oh Mann. So, und jetzt kommen wir in Weltblume raus. Die machen wir aber natürlich noch nicht. Das Pilzpaket ist für den Münzrausch freigeschaltet. Auch ganz geil. Speichern können wir machen, gar kein Problem. Aber zurück zu Weltpilz. Oh, auch wenn die Musik hier bei Weltblume gerade richtig schön war. Also so richtig, richtig. Und das Pilzhaus, das nehmen wir auch noch mit. Weil nach der Qual bin ich natürlich nicht mehr bestens ausgerüstet. Ich schnapp mir mal hier diesen Tanuki. Und dann geht's wieder weiter mit dem nächsten regulären Level.
Das da wäre Weltbild 3. Wenn man das so hört, 3, und danach kommt das Castle, denkt man, die Welt ist voll kurz, aber gab ja wirklich viele Speziallevel. Das darf man da niemals außer Acht lassen. Und das hier... Oh, schon wieder ein Scrolling-Gedönse? Damit haben sie es in letzter Zeit aber auch, ne? Aber wieso ist denn das hier so arschlangsam? Du, da kommt ja mein Hermes-Paket schneller an. Was ist da los? Und dann auch noch hier diese Billo-Starcoin. Als ob das keiner checkt, dass man da auf diesem komischen Donut-Block stehen bleiben muss. Ja, die heißen wirklich Donut-Blöcke. Allerdings habe ich noch nie so lange gesehen. Das ist eine Variation von den Donut-Blöcken. Die ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, aber okay. Oh, hier wird das Scrolling noch langsamer. Ja, dann gute Nacht. Spaß. Am Ende sterbe ich noch. Wobei, ich hätte locker noch 10 Sekunden weiter pennen können, offensichtlich. Ey, komm. Was soll denn das? Ihr zerstört meine ganze Watchtime. Oh, da fällt mir gerade auf. Den Panzer da reingeschmissen zu haben, war keine allzu gute Idee. Aber ein Profi, der kriegt das hin, das nochmal zu stoppen. Um auch hier an diese Coins ranzukommen. Ich hätte mir eine Starcoin jetzt zwar eher erhofft, aber na gut. Dann nicht. Checkpoint und Pyramide mit Blumen bestückt. Alles ein bisschen kurios mittlerweile. Generell war das Leveldesign hier in Weltpilz eher etwas gewagter. Lass es mich so sagen. Das kann man natürlich in der Spezialwelt machen. Keine Frage. Aber unbedingt gefühlt habe ich das jetzt nicht. Also nicht durchgehend zumindest. So, ja, hier müssen wir ganz gut aufpassen, welche Powerblöcke wir aktivieren und welche lieber nicht. Oder war nur der erste ein Faker? Sieht ganz danach aus. Warum gibt es denn hier so viele Blumen? Ist ja jetzt nicht so, als wären hier massenhaft Gegner unterwegs, die mir die abnehmen könnten, weißt du? Wenn überhaupt, dann stirbst du hier doch hier durch Runterfallen. Ui, ein Maxi-Pilz! Lange nicht gesehen! Ja, Giga Mario! Lasst mich abreißen, die Röhren! Sieht immer so brutal aus, ne? Weil die noch so richtig ausgefranst sind. Aber ich mag das voll. Und das mag ich auch! Dass man mit Maxi Mario so wichtige Röhren immer nur eindrücken kann. Das ist platzsparender. Kann man ein bisschen mehr Lebensraum für die Gegner schaffen. Ja, ein wahrer Held, der ist umsichtig, auch mit seinen Feinden. Oh yeah, Mario time. Na, das Level war jetzt nix. Also da fand ich die anderen aus der Welt besser. Das war jetzt nix. Aber gut, wir haben die 15.000 Münzen voll. Und... Nein! Ich wollte doch nur den Text wegskippen. Ich will das auf keinen Fall nochmal spielen. Danke, kein Bedarf. Ich fand hier zwar die Idee der abstrakten Pyramide ganz geil, aber... Was erwartet mich im... Pilzschloss? Auch etwas Gewagteres. Cool. War das ein Pokéball gerade? Von der Form her schon, ne? Okay, flüchte vor der Riesenstachelkugel. Ist jetzt nicht mega originell, aber der Weg ist zumindest einigermaßen abstrakt für Super Mario-Verhältnisse. Und seht mal da! Wir bekommen es sogar mit Wumms zu tun, die gar nicht mal so häufig anzutreffen sind. Also das ist auf jeden Fall eine Besonderheit hier an der Stelle. Moment. Ja, moin. Das war jetzt knapp. Ich wollte nämlich gerade zur Stampfattacke ansetzen. Und jetzt habe ich das davon.
Ist das dein Ernst? Hallo? Ey! Ich muss vorbei! Bruder! Ja, gut, komm. Hauptsache, ich hab die Starcoin, alles andere ist mal wieder zum Vergessen. Klar, für den Notfall habe ich immer noch die Goldblume, aber ich glaube, ein Level wie dieses baut jetzt nicht unbedingt darauf auf. Und an Glück haben wir es hier nur mit Knochengegnern zu tun, ne? Sonst würden die nämlich alle durch die Stachelkugel sterben, aber die sind ja schon tot. Mache ich mir etwa wirklich Sorgen um die Gegner? Ja, mache ich. Und was ist das da oben? Was? Also da muss ja die letzte Starcoin sein. Aber war da jetzt irgendwo ein Weg nach oben? Moment, kann ich vielleicht hochfliegen? Ja, es ist bestimmt so gewollt, Kapi. Egal, wir nehmen sie mit. Ich hab da jetzt keinen Weg gesehen, der nach oben geführt hat. Habt ihr was gesehen? Wahrscheinlich musste man an irgendeinem Punkt abspringen, um auf einem winzigen kleinen Plattförmchen zu landen und dann wiederum dieses Secret erreichen zu können. Ganz, ganz wild. Und jetzt geht's gegen den Larry Larry. Sag ich doch. Larry Larry. Ist das alles, was du kannst? Weil wenn, dann... Boah. Könnt ihr weiter pendeln, wenn ihr wollt. Das ist nix. Im Ernst, was sind das für Bosskämpfe? Die sind schon richtig schlecht in dem Spiel. Das müssen wir jetzt mal so klar sagen. Ich lasse ihm immer seinen Angriff. Aber selbst damit besiege ich ihn im Tiefschlaf. Naja. Dann haben wir wenigstens Weltpilz. Heute zu 100% abgeschlossen. Selbst mit den 8 roten Münzen des Kanonenlevels. Und das war schon nicht ohne. Weiter geht es somit in der nächsten Folge mit Welt 4. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Würde mich freuen. Bis dahin und ciao. Thank you.